Der Landesliga-Herbstmeister ASV Siegendorf genießt augenblicklich mehr mediales Interesse als etwa ein Bundesliga-Club. Nach Andi Dover holte Präsident Peter Grenmeier nun auch den internationalen Philipp Posenik als Verstärkung. Ja, der Andi hat mir das sehr schmackhaft gemacht und nach ein paar Gesprächen mit dem Präsidenten war ich davon überzeugt und es ist ein neuer Lebensabschnitt für mich und ich freue mich drauf. Andi Dober ist nicht zuletzt Spielermanager und holte Posenik auch im Auftrag von Präsident Grenmeier. Was war die Motivation für diesen Deal? Naja, Motivation. Ich meine, wenn man an Philipp Posenik bekommen kann, dann muss man Philipp Posenik nennen. Also jeder kennt seine Visitenkarte, jeder weiß, was für Potenzial der Junge hat. Er ist, wird jetzt 27, er ist in einem sehr guten Alter, hundertprozentige Verstärkung und ja, ich freue mich schon, mit ihm zusammenspielen kann. Habt ihr zusammen schon gespielt in der Bundesliga? Nein, noch nicht. Erstmals also. Das erste Mal werde ich ihn mit Bälle füttern. Welche Position wird er annehmen? Wird das sicher Stammbleiber haben, nehme ich an. Ja, ich nehme es auch an, aber es entscheidet der Trainer. Ja, ich bin aber schon ziemlich sicher, dass er spielen wird. Um Siegendorf ist momentan ein richtiges Kris, fast ärger als wie bei einem Bundesliga-Verein. Ja, also ich bin jetzt ein halbes Jahr da. Was da abläuft, das glaube ich, gibt es nicht in vielen Amateurvereinen. Aber das Ganze ist auch sehr viel dem Präsidenten zu verdanken, der wirklich Tag für Tag den Fußball lebt, der Tag für Tag für den Verein da ist, der jede Stunde, jede Minute für den Verein erreichbar ist. Und ja, so viele Präsidenten, glaube ich, gibt es in Österreich nicht, die so für einen Verein gerade stehen und für so einen Verein so viel machen.